Seid gegrüßt. Wenn ihr einen Brief von der Schmiedemutter habt, dann seid ihr hier genau am richtigen Ort. Seid euch bitte nur bewusst, dass dies keine offizielle Angelegenheit des Bündnisses ist. Vrodgar steht allen offen, die uns ehrlich helfen wollen, Orsenium aufzubauen. Zumindest wurde mir das gesagt. Und hier bin ich, eigens vom eisigen Arsch Vrodgars angereist, um euch offiziell willkommen zu heißen und nach Orsenium zu transportieren. Natürlich bin ich auch dazu angehalten, mich davon zu überzeugen, dass ihr gewillt seid, ein bisschen harte Arbeit zu erledigen. Auf meinem Wagen ist kein Platz für Schnorrer. Ich habe eine Karawane mit Lebensmitteln und Vorräten nach Orsenium geschickt. Sobald sie dort ist, wird alles an die Clans im Umland verteilt, damit sie es durch den Winter schaffen. Die Karawane ist langsam. Ich möchte, dass ihr sie einholt und sicher zur Stadt geleitet. Die Karawane sollte gerade die Grenze nach Vrodgar überquert haben. Ich kann euch bis an die Eingangstore bringen, doch ab dort müsst ihr allein zurechtkommen. Das ist wichtig. Wenn diese Vorräte die Stadt nicht erreichen, haben die kleineren Clans keine Chance. Ich kann euch bis zum Grenztor bringen, aber dann muss ich hierher zurückkehren, für den Fall, dass noch jemand mit einer Einladung erscheint. Holt einfach die Karawane ein und eskortiert sie zur Stadt. Dann stellt euch Schmiedemutter Alga vor. Sie erwartet euch schon. Gehen wir. Da. Häuptling Basra kann sich doch nicht ganz allein um die Winterkinder kümmern. Bin ich zu weit gekommen, um hier zu sterben, Elfin? Dafür habe ich mich nicht gemeldet. Diese Winterkind-Marodeure her! Ja.
Hat Orsinium euch geschickt? Seid ihr Teil der Verstärkung? Die Winterkinder kamen aus dem Nichts. Es ging alles so schnell. Sie haben unsere Fracht in die Hügel geschleppt und die Orkbauern sind ihnen hinterher. Dann sind Häuptling Basrak und seine Krieger aufgetaucht. Unsere Karawane war auf dem Weg nach Orsinium, die neue Orkstadt, als plötzlich die Winterkinder über die Wagen herfielen wie Fleischfliegen über eine Skewa-Pastete. Die Orkbauern weigerten sich, ihre Vorräte verloren zu geben. Daher verfolgten sie die Marodeure in die Hügel. Für den Fall, dass ihr es noch nicht bemerkt habt, diese aufgesprungenen Eicheln sind nicht einmal ihr Gewicht in Blutbeerenpudding wert. Außerdem waren Häuptling Basrak und seine Orkkrieger da, bevor wir uns sammeln konnten. Er sagte uns, wir sollen warten, und dann setzte er den Marodeuren nach. Wusste ich's doch. Ich mochte euch gleich vom ersten Augenblick an. Häuptling Basrak ist groß, fies und offenbar ein guter Kämpfer. Aber das war wirklich eine ganz gewaltige Menge an Plünderern. Die Winterkinder von Eisherz werden erst aufhören, wenn Basrak und alle Orkbauern tot sind. Ihr beeilt euch besser. Ich habe gesehen, was ihr da draußen getan habt. Habt Dank, dass ihr den Clan Orks geholfen habt. Die hier? Ich glaube, es ist zu spät, um ihnen zu helfen. Eisherz. Er hat sie eingefroren. Der Bastard beherrscht eine Magie, wie ich sie noch nie gesehen habe. Ja, ich gehöre zu Basrak. Wir waren auf Patrouille, als wir gesehen haben, wie die Winterkinder die Karawane angriffen. Als wir die Wagen erreichten, hatten die Marodeure bereits die Vorräte gestohlen. Und eine Gruppe von Orkbauern wollte ihnen nachsetzen. Diese blöden Bauern. Ur von Eisherz. Von all den Kriegsfürsten der Winterkinder, die Wrodga in den letzten Jahren überfallen haben, ist er der mächtigste. Seit seiner Ankunft aus dem Raik sind die Angriffe viel schlimmer geworden. Eisherz ist stark, ehrgeizig und höchst gefährlich. Ich mag euren Mut, doch ich glaube nicht, dass ihr ihn hier und heute unter Beweis stellen könnt.
Wenn Eisherz in der Gegend wäre, wären wir schon stocksteif gefroren. Meine Vermutung? Er hat, was er wollte und hat sich aus dem Staub gemacht. Wirklich eine Schande. Die Clans im Umland brauchen diese Vorräte. Genug Nahrung und Vorräte, um die Clans im Umland durch den Winter zu bringen. Ohne diese Vorräte werden die Clans hungern. Häuptling Basrak wollte die Spur der Marodeure aufnehmen und die Vorräte finden. Falls er scheitern sollte, weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Sucht das Gebiet ab und schaut, ob ihr irgendwelche Hinweise finden könnt, wohin die Marodeure verschwunden sind. Falls ihr tatsächlich ihre Spur aufnehmen könnt, dann findet Häuptling Basrak. Er wird wissen, was zu tun ist. Schaut unter jedem Stein nach. Alles, was ihr entdeckt, könnte sich als nützlich erweisen. Wohin habt ihr unsere Vorräte gebracht? Ich töte jeden Herzschlag ein Winterkind, bis ihr mir sagt, was ich wissen will. Diese Vorräte gehören jetzt den Winterkindern. Clanbauern, sind sie auf ihrem Weg nach Orsinium? Die Soldaten haben sie und die verwundeten Fremden begleitet. Sie sollten jetzt sicher genug sein. Sicher genug ist nicht gut genug. Geht ihnen nach. Ich suche weiter nach den Winterkindern und den vermissten Vorräten. Ihr seid der Fremde, der sich in die Höhle des Bären begeben hat, um gegen die Winterkinder zu kämpfen? Ulscha und die Waldelfen haben euch erwähnt. Sie waren überrascht, dass ihr nicht ganz zerschrammt und blutig wie der Rest dieser Trottel geendet seid. Das ist unser Zuhause. Kein Zeitvertreib zu eurem Vergnügen.
Und das weiß ich zu schätzen. Das ändert jedoch nichts an dem Umstand, wie sehr es mich anwidert, dass ihr hier seid und eure Nase in unsere Angelegenheiten steckt. Ah, ja, der königliche Gast. Und in was für eine königliche Schlangengrube ihr da geworfen wurdet. Hört zu, ihr habt meinen Dank für die Rettung dieser Leute. Und so sehr ich es auch hasse, ich schulde euch etwas. Aber im Augenblick muss ich herausfinden, wohin sie die gestohlenen Vorräte gebracht haben. Lasst mich das mal sehen. Wir wurden verraten. Und dann auch noch für schnödes Gold. Bei Malakat. Das wird noch jemand büßen. Dafür werde ich sorgen. Nun, ich muss die nächste Karawane beschützen, die durch das Händlertor kommt. Wenn ihr hier wirklich helfen wollt, dann helft ihr mir. Diese Notiz deutet darauf hin, dass der Verräter gewisse Interessen in der Stadt hat. Ich möchte, dass ihr diesen Verräter aufspürt und unsere gestohlene Lieferung findet. Der schnellste Weg, sich mein Wohlwollen zu verdienen, und das von Kurok, ist die Enttarnung dieses Verräters und das Wiedererlangen unserer Vorräte. Ich schlage vor, ihr beginnt eure Suche im Gasthaus. Gold und zwielichtige Geschäfte gehen oft Hand in Hand mit Trinken und Feiern. Enttäuscht mich nicht. Ich hasse es, mich auf Fremde verlassen zu müssen. Tut allen einen Gefallen und beweist mir, dass ich damit falsch liege. Dreht sich denn das Land so schnell? Nicht euch rieche ich, oder? Das ist ja mal ein Anblick. Nicht nachlassen! Verpasst den Winterkindern alles, was wir haben! Ich will, dass Soldaten aller Clans die Feste umzingeln. Eisherz wird mir diesmal nicht entkommen. Unsere Soldaten wissen, was zu tun ist. Kurok, verlasst euch drauf! Dieser Sieg wird euch und die anderen Häuptlinge dann womöglich überzeugen, meinen Anspruch auf den Thron anzuerkennen. Stürmt ihr immer so in das Zelt eines Königs, ohne euch vorher wenigstens kurz anzumelden? Für wen im Namen der ersten Schmiede haltet ihr Trollfurz euch eigentlich? Also seid ihr einer der Fremden, über die meine Mutter ständig redet? Ich bin Kurok, König der Orsima.
Willkommen zu meinem Krieg. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Ich bin beinahe fertig mit dieser verdammt guten Döbeltaucherkeule. Habt ihr Hunger? Vor einem Kampf gönne ich mir gern noch ein leckeres Mahl. Dann ist es ja gut, dass wir dorthin unterwegs sind. Diese Belagerung dauert sowieso schon viel zu lange. Ur von Eisherz ist der letzte der Winterkind-Kriegsfürsten. Und ehrlich gesagt bin ich mehr als bereit, ihn endlich loszuwerden. Er weiß, dass wir kommen. Daher rechne ich auch mit einem guten Kampf. Ihr könnt euren Arsch darauf verwetten, dass ich ihm gesagt habe, dass wir kommen. Recht geschieht es ihm. Und sein gefrorener Hintern ging ihm bestimmt ganz schön auf Grundeis. Ich möchte euch im Einsatz sehen. Ihr geht voran, ich folge. Und nun lasst uns den alten Eisherz töten. Dann können wir nach Orsinium zurück und feiern. Wir müssen einen Weg in diese Feste und zu Eisherz finden. Horcht nach, ob die Belagerungskommandanten uns da hineinbringen können. Laden die Katapulte schneller, Soldaten! Seht ihr die Kuh? Wir müssen in die Festung hinein. Das ist das letzte Gefecht der Winterkinder. Überraschend, nicht wahr? Die Dornen, ich schätze, ihr habt das könnte. Ich komme langsam, aber stetig voran. Wir leben erst sicher, wenn alle Winterkinder tot sind. Jetzt feuert! Sag mir, sind argonische Frauen wirklich? Yeah.
Ah!